Organisation steht im Zusammenhang mit noch ein paar anderen Ions, nämlich Disposition und Improvisation. Und gewissermaßen bewegen wir uns, wenn wir ein Unternehmen neu gründen, von rechts nach links. Nicht von links nach rechts, wie wir üblicherweise lesen, sondern von rechts nach links. Also von Improvisation über Disposition zur Organisation. Das ist der Weg, wie es immer läuft. Fangen wir also rechts an bei der Improvisation. Das heißt gar keine Regelung. Improvisation heißt zunächst gar keine Regelung. Das heißt, man macht zunächst einmal. Man freut sich über jeden Kunden, der kommt, und macht einfach, um den Kunden zufriedenzustellen, macht man einfach mal irgendwas. Denn man weiß, gerade wenn man ein Unternehmen neu gründet, Cashflow ist extrem wichtig, Bekanntheit, gute Reputation ist extrem wichtig, also macht man erstmal. Man kümmert sich nicht um Regeln, man handelt. Der nächste Schritt, das Unternehmen entwickelt sich weiter. Wir kommen in den Zustand der Disposition und das bedeutet fallweise Regelungen. Fallweise Regelungen. Wir fangen jetzt an, bestimmte Sachverhalte und Vorgänge fallweise zu regeln. Wenn der Kunde mit dieser Reklamation kommt, dann verhalten wir uns so. Wenn dieser Sachverhalt auftritt, verhalten wir uns so. Das ist Disposition, fallweise Regelung. Es geht weiter in der Entwicklung des Unternehmens. Wir kommen zur Organisation und das sind generelle Regelungen. Organisation sind generelle Regelungen. Bei der Bank, wo ich vor vielen, vielen Jahren mal gelernt habe, hieß das immer hausinterne Richtlinien. Hausinterne Richtlinien. Sie werden sowas kennen, vielleicht heißt das bei Ihnen ein bisschen anders, aber so dem Grunde nach werden Sie das kennen. Also das ist der Weg, wie es läuft. Dabei gewinnt das Unternehmen an Statik und verliert Flexibilität. Ja, Improvisation, gar keine Regelung, bedeutet gleichzeitig extreme Flexibilität. Je mehr wir organisieren, desto weniger haben wir den Faktor der Flexibilität. Das muss man sehen. Ja? Eine gewisse Tendenz also, ich will nicht sagen Starrheit, aber eine gewisse Statik herzustellen, begleitet diesen Weg. Ja? Und irgendwann im Rahmen dieser generellen Regelungen schleifen sich auch Gewohnheiten an. Das heißt, der Grad der Gewohnheit ist rechts bei der Improvisation extrem gering. Ja, alles ist neu, wir reagieren ad hoc, wir reagieren fallweise, wir müssen uns eigentlich für jeden Sachverhalt irgendwie was Neues einfallen lassen, weil wir das noch nicht hatten. Dispositive Regelungen reduzieren schon ein bisschen die Flexibilität und fangen an, die ersten Gewohnheiten zu implementieren. Ah, das hatten wir schon mal so, jetzt verhalten wir uns so. Und Organisation festigt diese Gewohnheiten. Und das kann dazu führen, es lassen sich hier eine Menge Beispiele für auftreiben, wenn man sich Unternehmensgeschichten mal anschaut, dass man gleichzeitig in diesen Gewohnheiten erstarrt und nicht mehr reagiert auf neue Entwicklung. Quelle ist so ein Beispiel der jüngsten Zeit. Ja, Quelle ist ein Beispiel der jüngsten Zeit, einfach die Zeichen der Zeit nicht erkannt, die Entwicklungen durch das Internet, die Chancen nicht oder zu spät erkannt und der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Ja.